Wie funktioniert das eigentlich an der Börse? Das ist jetzt nicht mehr so, wie man sich das vorstellt, dass dort geschrien wird und ein Makler Kauf- und Verkaufsangebote hier entgegennimmt, sondern heute wird alles elektronisch abgewickelt. Und es gibt ein Orderbuch, ne, das kann man sich hier so vorstellen, und dann kommen dort Verkaufs- und Kauforder ins Orderbuch, und Großinvestoren können direkt dort einstellen ins Orderbuch. Sag mal, Privatkunden oder Privatinvestoren, also kleinere Investoren, müssen das über ihr Depot machen bei der Depotbank. Und dann gibt es halt Leute, die sind hier bereit zu verkaufen, und Leute, die bereit sind zu kaufen, und das ist eine klassische Angebot- und Nachfragesituation. Und dann gibt es irgendwo einen Gleichgewichtspreis. Und der Preis bestimmt sich immer danach, wo am meisten Aktien gehandelt werden können. Und zum Beispiel sind ja hier die Leute bereit, für 60, 63, 65 zu verkaufen und zu kaufen für 59, 60, 62 und ohne Limit. Ohne Limit heißt, man kauft einfach zum gegebenen Kurs. Das ist aber auch sehr gefährlich, jetzt nicht an der Börse, wenn man große Titel kauft wie der DAX, als wo das sehr liquid ist, da wird man wahrscheinlich zum gleichen Kurs kommen, weil Millionen von Aktien gehandelt werden. Aber wenn zum Beispiel sehr wenig Aktien gehandelt werden und ohne Limit die ganze Sache versehen wird, kann ja sein, ich will für 50 kaufen. Oder also jetzt steht das, der Preis bei 50, ich sage, ich kaufe ohne Limit, der steigt dann auf 70, wird die Order dann trotzdem zu 70 ausgeführt, ohne Limit. Deswegen sind Limits immer auch ganz wichtig, weil sich ja hier der Preis bildet, und umso mehr Limits, zum Beispiel 59 ist das Limit hier, 60, 62, das heißt, jeder kauft für weniger Geld, aber maximal zu dem Wert, und umso geringer das Limit ist, umso stärker sinkt ja auch der Kurs. Das ist ja auch, das ist gesamtheitlich auch ein wichtiges Phänomen. So, wenn jetzt hier jemand für 60 bereit wäre, 1500 Stück könnten zum Preis von 60 verkauft werden, aber ich sag mal, den könnte ich ja jetzt für 59, der würde das halt nicht kaufen, der für 60 wird das nicht kaufen, ach doch, der für 60 wird es kaufen, der für 62 nicht. So, und jetzt ist ja die Frage, was ist das Optimale, wenn jetzt jemand für 65 verkaufen will, dann wäre ja hier gar keiner dabei, sondern nur die ohne Limit. Ne? Hier der, wenn jetzt für 65 wäre, würde maximal ja 1000 Aktien verkaufen können, weil hier nur der ohne Limit bereit wäre, zu dem Preis zu verkaufen. Ne? Für 63 wäre hier auch keiner bereit zu verkaufen, nur der ohne Limit. Für 60 wären die beiden bereit zu kaufen und der ohne Limit. Das heißt, hier ist der größte mögliche Überschneidungspunkt, und der ohne Limit verkauft, der verkauft eh zu jeglichem Preis. Und so ist es auch. Bei 60 haben wir die größte Deckung. 6.000 Käufe, ne? Weil für 60 sind bereit, die zu kaufen plus der ohne Limit. Und zu verkaufen auch am meisten, weil der ohne Limit ist bereit zu verkaufen, und hier der zu 60, das heißt 5.000 und 6.000. Irgendwer kriegt dann keine Zuteilung, muss halt ein bisschen warten. So, und dann ist hier der höchste zu erzielende Umsatz, das sieht man ja auch hier, ne? Wie viele Aktien hier bei welchem Szenario gehandelt werden, und hier werden am meisten Aktien gehandelt, und das ist der Preis. So, und umso mehr Kauforder oder Verkaufsorder ist, so ermittelt sich dann hier der Preis. Ne? Der Aktienkurs ist jetzt 60. Und deswegen gibt es ja ein Geld- und einen Briefkurs, Ask oder Bid. Das ist auch ganz wichtig zu wissen, weil der Geldkurs, das sind die, die kaufen, das ist, steht manchmal Geld und Brief. Geld ist das höchste Angebot der Käufer, und Briefkurs, das ist das niedrigste Angebot der Verkäufer, und das wird auch immer ausgewiesen, und dazwischen ist dann der normale Aktienpreis. So, das haben wir uns schon angeguckt. Ja, die Frage ist, welche Börsen gibt es eigentlich? Die größte Börse auf der Welt ist die Frankfurter Börse oder eine der größten Börsen in der Welt. Und die haben auch das automatische Handelssystem Xetra entwickelt, die wirklich elektronisch alle Order- und Verkaufsordern abwickeln. Die Börse in Frankfurt, also Xetra, ist, glaube ich, von 10 bis 18 Uhr, und Frankfurter Börse von 10 bis 20 Uhr kann da gehandelt werden. Man kriegt dort auch alle möglichen Papiere.
Börse Stuttgart ist zum Beispiel sehr bekannt dafür für Anleihen vieler Länder und die Eurex-Plattform, wo man zum Beispiel Derivate, also abgeleitete Produkte auf Aktien, Edelmetalle oder Anleihen handeln kann. Also alles Exotische. Ja, dann gibt es noch die Möglichkeit des Direkthandels. Bedeutet, wir gehen gleich auf das Thema Depot ein. Die Bank kann intern Verkäufe und Käufe über den Direkthandel abwickeln. Es geht gar nicht über die Börse und so fallen natürlich auch keine Börsenprovisionen an. Und wo kann man das Ganze auswählen, was man jetzt nimmt? Das macht man alles im Depot. Also alles, was mit Aktien zu tun hat mit der Börse, wickelt der Privatanleger über das Depot ab. Und der kann sich entscheiden, geht er zur Hausbank, nimmt er einen Online-Broker, zum Beispiel Flatex, irgendwie DiBa oder die Consorsbank. Und im Depot kann ich das dann einstellen. Ich kann gucken, welche Börsenplätze, an welchen Börsenplatz will ich die Aktie kaufen. Zum Beispiel ausländische Titel gibt es vielleicht nicht an jeder Börse oder bestimmte Anleihen. Da muss ich den Börsenplatz auswählen, über den das möglich ist. Oder ich stelle dann Direkthandel ein. Ne? So, das sind halt so die Punkte, die mir da zur Verfügung stehen. Hier kann ich dann auch im Depot eingeben, Stop-Loss, bedeutet beim Unterschreiten einer gewissen Marke verkaufe ich. Oder bei Überschreiten einer gewissen Marke wird auch ein Verkauf ausgelöst. Kann ich auch einstellen. Und die Limits dann, die wirklich auch gesamtheitlich sehr, sehr wichtig sind. Gerade bei kleineren Titeln würde ich immer ein Limit einstellen, weil wir haben ja auch gesehen, wie da die Preisbildung funktioniert. Ja, wenn ich das Thema Aktien jetzt investiert, ich habe jetzt ein paar Sachen gesagt zur Börse, wenn ich das Thema Aktien interessiert, habe ich auch hier wirklich coole Tutorials gemacht, Aktien für Anfänger, Teil 1 bis Teil 4, mit Aktien Geld verdienen, Teil 1 und 2 und wie kauft man Aktien, da habe ich nochmal das Depot beschrieben, die Börsen beschrieben, wie man das macht und bin auch im Backend nochmal drin, sag nochmal was zum Thema Musterdepot, also hier sind große Mehrwerte, wenn du das Thema Aktien angehen möchtest. Ja, ich hoffe, jetzt sind keine großen Fragezeichen mehr vorhanden. Falls jetzt doch noch irgendwas unklar ist, kannst du auch gerne hier unter diesem Video kommentieren. Ich freue mich auf deine Fragen und wünsche dir viel, viel Erfolg beim Handeln. Vielen Dank.